Ich nehme deswegen jetzt noch so ein bisschen was von diesem Orange. Oh, die sieht ja innen noch ekelhaft aus. Oh Gott. Oh Gott. Puder? Puder? Hallo? Hallo? Oh, jetzt, jetzt. Ah, wieso bin ich so dumm? Hört so richtig so. Hallöchen Leute und willkommen zurück bei einem neuen Video. Und für alle, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin Paula und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt's mal wieder, wirklich mal wieder, ich glaube, das sind so circa 80% von meinen YouTube-Videos, eine Make-up-Challenge, die vor ein paar Jahren viral war und die ich jetzt erst mache. Und so habe ich mir für heute die One Dip Make-up Challenge ausgesucht. Die hat damals, glaube ich, Niki Tutorials gestartet. Und da geht es darum, dass man von jedem Make-up-Produkt nur so einen Dip nehmen darf. Ich weiß jetzt gar nicht, was Dip auf Deutsch heißt. Also man darf halt nur so einen Pumpstoß zum Beispiel verwenden oder nur einmal so in einen Bronzer oder Blush oder so weiter reingehen. Wisst ihr, was ich meine? Also halt immer nur so einmal. Das heißt, ich muss heute versuchen, ein Full Face of Make-up zu schminken mit relativ wenig Produkt. Also ich bin schon auch teilweise so eine Person, die ordentlich was drauf klatscht. Besonders bei ein paar Make-up-Produkten bin ich gespannt, wie das gleich wird, weil bei manchen Make-up-Produkten verwende ich wirklich viel. Und heute bin ich sehr eingeschränkt. Aber es wäre ja keine Challenge, wenn es nicht auch ein bisschen knifflig wäre. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal. Kommt am Anfang, würde ich mal sagen, wahrscheinlich der einfachste Teil, und zwar Primer. Da verwende ich eigentlich eh immer nur einen Pumpstoß. Und ich verwende heute den Marshmallow Primer von NYX Cosmetics. Einmal pumpen. Falls ihr diesen Primer nicht kennt, ihr müsst den einfach mal ausprobieren und dran riechen, weil der riecht wirklich nach Marshmallow. So verrückt. Und diesen einen Pumpstoß verreibe ich mir jetzt einfach im ganzen Gesicht. Ja, war ein guter Start. Leider kommt jetzt der nächste Step, vor dem ich ein bisschen Angst habe. Da bin ich jetzt echt gespannt, wie das wird. Es kommt nämlich jetzt Foundation dran. Ein Pumpstoß ist schon relativ wenig. Also ich verwende meistens so 2 bis 3. Ich dachte mir, wenn ich schon wenig Produkt verwenden kann, dann verwende ich am besten eine Foundation, die eine hohe Deckkraft hat. Ich weiß nicht, also halt, da kann ich ja trotzdem viel abdecken, hoffentlich. Und so habe ich mir die von Huda Beauty ausgesucht. Das Packaging schaut schon so ein bisschen mitgenommen aus. Hat einen gewissen Grund, und zwar habe ich versucht, das mit Nagellackentferner zu reinigen. War nicht mein schlauster Moment. Und davon, oh, die sieht ja innen noch ekelhaft aus. Davon nehme ich mir jetzt einen Pumpstoß. Ich glaube, ich gebe mir das jetzt direkt ins Gesicht, damit ich ja kein Produkt verschwende. Ich finde, es ist auch so ein bisschen eine Challenge, das so ebenmäßig zu verteilen. Also ich will jetzt nicht an einer Stelle extrem viel Foundation haben und dann irgendwo gar nicht. Das heißt, ich tue das jetzt schon mit den Fingern. Ich könnte es ein bisschen mit den Fingern vorverblenden. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Das ist wirklich, das ist ja so, als würde ich so Wandfarbe in mein Gesicht reinschmieren. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ein Pumpstoß ist doch nicht zu wenig. Ich verblende das jetzt mit meinem Beauty Blender. Ich glaube, ich werde jetzt gleich bei dieser Challenge so ein bisschen lernen, dass weniger manchmal mehr ist. Also mein Gesicht ist gerade komplett abgedeckt. Ich bin baff. Das kann gern so gut weitergehen, und zwar mit Concealer. Ich habe mir da extra einen rausgesucht, der auch so einen Pump Spender-Dings hat. Der sieht auch übrigens disgusting aus. Ich glaube, mein ganzes Make-up sieht so aus. Das ist der MAC Pro Longwear Concealer. Ich glaube, der hat auch eine relativ hohe Deckkraft. Den gebe ich mir jetzt aber erstmal auf meine Hand. Ich hoffe, da kommt gut viel raus. Hallo? Hallo? Oh, jetzt, jetzt. Nach die Reste. Also ich glaube, ihr habt eh gerade gemerkt, dass ich den auch schon ewig nicht mehr benutzt habe. Also ich glaube, normalerweise würde ich ein bisschen mehr benutzen. Sogar bei Concealer bin ich so, mehr ist mehr. Ich weiß auch nicht, warum, ich liebe einfach Concealer. Meistens gebe ich erstmal eine ganze Schicht drauf und dann gehe ich nochmal mit Concealer drüber. Manchmal sogar dreimal einfach, damit ich zum Beispiel meine Augenringe so richtig gut abgedeckt habe. Und das kann ich halt jetzt leider nicht. Aber dadurch, dass die Huda Beauty Foundation eigentlich eh schon so viel abgedeckt hat, brauche ich zum Glück gar nicht so viel Deckkraft zum Beispiel jetzt hier. Aber ich würde sagen, sieht gut aus, oder? Ich meine, es sieht nicht anders aus als mein Make-up sonst. Was mich ein bisschen verunsichert, weil... Ich verwende normalerweise eigentlich viel mehr. Und das Make-up-Produkt, von dem ich am meisten verwende, wirklich abnormal viel, so viel wie wahrscheinlich keine andere Person auf dem ganzen Planeten, ist Puder. Ich liebe meinen Puder. Ich bin so ölig. Ich weiß, ich sage es in jedem Video, aber ich bin so ölig. Es regt mich so auf. Ich bin richtig, ich schmink mich und 20 Minuten später bin ich komplett ölig und mein ganzes Make-up verwischt. Und ich schwöre, es ist nicht meine Schuld. Ich habe schon alles probiert. Kein Puder, viel Puder, wenig Puder, verschiedene Puderarten, verschiedene Foundations, verschiedene Primer, verschiedene Setting Sprays, alles, alles, alles. Ich bin einfach ölig. Also ich, ja, was bei mir aber am besten funktioniert, ist auf jeden Fall sehr viel Puder verwenden und dann zu baken und so weiter. Also da merke ich, dass dann mein Make-up nicht nur 20 Minuten hält, sondern manchmal sogar 2 Stunden. Was für meine Verhältnisse sehr viel ist. Aber wir können heute ja nicht so viel Puder verwenden. Ich werde es aber trotzdem versuchen, so viel wie möglich auf einmal auf meinen Schwamm zu bekommen.
Dafür verwende ich übrigens dieses Puder von Anastasia Beverly Hills in der Farbe Vanilla. Und Leute, wir gehen da jetzt ordentlich rein. Ich darf nur einmal. Das ist mein Dip. Ich weiß, ich habe gerade so ein bisschen reingegraben, aber ich meine, das zählt ja trotzdem. Es ist ja eigentlich nur die Challenge, dass man nur einmal reingeht und dann nicht nochmal nachgehen darf, oder? Also ich hoffe jetzt einfach, das ist nicht Schummeln. Egal. Und das kommt jetzt unter meine Augen erstmal, ganz wichtig. Oh Gott, es ist schon fast leer. Oh Gott. Oh Gott. Puder? Puder? Wieso ist das so wenig? Oh Gott, ich glaube, das hat gerade alles verschissen. Dabei hat doch alles so gut gestartet. Und wir gehen jetzt von einem Problemfall direkt zum nächsten. Und zwar Augenbrauen. Augenbrauen mit einem Dip. Und ich habe mich tatsächlich für ein Augenbrauen-Gel entschieden. Ich glaube, die meisten Leute, die diese Challenge gemacht haben, haben eher so eine Pomade genommen. Und zwar ist das die Manhattan Wonderful Brow Mascara. Raus. Und das hier, was da drauf ist, darf ich verwenden. Das hier und nicht mehr. Ich gehe jetzt einfach die ganze Zeit so hin und her von beiden Augenbrauen, würde ich sagen. Hat das auf jeden Fall gereicht für beide Augenbrauen? Ohne einmal nachtunken? Ist auch irgendwie komisch, weil normalerweise tunke ich voll oft nach. Und ich habe gerade aus Reflex das Bürstemittel hier reingesteckt, obwohl ich noch nicht fertig war. Aber das heißt jetzt anscheinend, wir sind fertig, weil ich mal wieder dumm bin. Ja, das sind jetzt die Augenbrauen. Irgendwie habe ich hier so eine komische Stelle, die mich gerade ein bisschen stört und triggert, aber ich kann jetzt nichts dran ändern. Deswegen machen wir jetzt weiter mit... Womit? Ich würde sagen, wir machen mal Bronzer. Ich verwende einen stark pigmentierten, obwohl... das könnte auch in die Hose gehen, um ehrlich zu sein, wenn ich da so richtig reinfahre. Ich probiere es einfach mal. Und zwar verwende ich den von Anastasia... von Anastasia Beverly Hills, den Powder Bronzer in Rosewood. Ich nehme jetzt mehr als normalerweise, weil ich muss es ja auch nicht übertreiben. So. Oh Gott, ich glaube, das ist viel. Okay, wie mache ich das? Ja, das sieht nicht gut aus. Aber ich glaube, mit ein bisschen verblenden. Ich meine, das ist okay. Das ist okay. Wisst ihr aber, welche Make-up-Produkte ich jetzt gleich extrem reintunken werde? Blush. Ich nehme hier eins von Essence, zwar The Blush in 10. Und ich liebe Blush. Ich tunke bei Blush, glaube ich, so 30 Mal nach oder so. Also ich mache das immer so richtig so. Darf ich ja heute nicht. Deswegen muss ich das jetzt richtig, also diesen Pinsel so voll laden mit diesem Blush. Ich glaube, das ist genug. Dieser arme Pinsel. Okay, ich bin jetzt sehr gespannt, wie das gleich wird. Ich weiß auch nicht, was gerade in mich gefahren ist. Ist das eigentlich erlaubt? Eigentlich schon, oder? Die Challenge... besagt ja nicht, dass man den ganzen Dip verwenden muss, oder? Besser zu viel als zu wenig. Es darf ruhig so aussehen, als hätte ich einen fetten Sonnenbrand. Die Base ist so gut wie fertig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Highlighter, aber den mache ich eigentlich immer erst nach dem Augen-Make-up. Und genau das machen wir jetzt auch. Und zwar ist Lidschatten dran. Und ich muss sagen, ich habe Angst. Ich habe mir dafür die Neon-Palette von Huda Beauty ausgesucht. Und bei dem Lidschatten ist es so, dass ich pro Farbe einmal reintunken darf. Das heißt, ich darf mehrere Farben verwenden und immer einen Tunker. Ich lasse mich jetzt einfach überraschen. Es könnte sein, dass es richtig gut wird. Es könnte sein, dass es eine Katastrophe wird. Ich prime davor nochmal ganz kurz meine Augen. Auch mit einem Concealer, auch nur einen Tunker natürlich. Das verblende ich wieder mit einem Schwammi. Und bei dem Lidschatten ist es so, dass ich pro Farbe einmal reintunken darf. Das heißt, ich darf mehrere Farben verwenden und immer einen Tunker. Ich glaube, das wird wahrscheinlich das Schwierigste jetzt an dem ganzen Make-up, weil ja, beim Lidschatten tut man ja oft so rein und dann wieder verblenden und dann wieder zurück und so weiter. Natürlich ist der eine Tunker auch für beide Augen. Ich finde, das ist ja das Schlimmste. Und wir tunken auch schon in die erste Farbe. Und zwar nehme ich mir die hier. Das ist so ein Neon-Lila-Magenta... Art. Und das muss ich jetzt halt für beide Augen aufteilen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Ich hätte aber trotzdem kein bisschen mehr. Gerade so hier habe ich so ein paar Flecken, wo ich irgendwie nicht wirklich was oben habe. Ich gehe einfach mit demselben Pinsel in die nächste Farbe und zwar dieses neon-pinkische Dings hier. Dann gehe ich noch in dieses Orange, will ich jetzt mal sagen, rein. Ich habe unter meinen Augen vergessen und da darf ich jetzt natürlich nicht nochmal nachtippen. Ah, bin ich so dumm. Ich nehme deswegen jetzt noch so ein bisschen was von diesem Orange. Ich bin mir gerade irgendwie so ein bisschen unsicher, ob ich jetzt zum Beispiel das Schimmer noch nehmen soll und so übers ganze Lid. Ich probiere es einfach mal. Ich gehe diesmal mit dem Finger rein. Oh, auf der einen Seite ist viel mehr als auf der anderen. Ich meine, der Glitzer ist schön. Und dann nehme ich noch ein bisschen was von diesem rosanen Glitzer. Und zum Schluss nehme ich mir noch ein bisschen was von diesem gelben Schimmer hier. Und der kommt in meine Inner Corners. Okay, ich lasse es jetzt so. Ich würde sagen, der Look, ich meine, er gefällt mir ganz gut. Ich finde ihn ganz cool so mit dem Neon und den knalligen Farben. Also auch wieder sehr sommerlich. Und jetzt geht's weiter mit Eyeliner. Oh Gott, nee. Da habe ich einen von Catrice. Und zwar ist es der Glam & Doll Easy Wash Off
Power Hold Eyeliner. Da werde ich jetzt aber, glaube ich, nicht mal einen Wing machen, sondern nur so ein bisschen eine Linie ziehen. Und ich darf natürlich wie immer nicht nachtunken. Zum Glück habe ich keinen Winged Eyeliner gemacht, weil ich glaube, das wäre in die Hose gegangen. Mascara sollte eigentlich echt kein Problem sein. Da verwende ich auch von Catrice die Lash Changer Volume Mascara. Wieder schön viel Produkt mitnehmen, rausziehen und das darf ich verwenden. Also das Wichtige sind jetzt eigentlich die unteren Wimpern. Also ich merke jetzt schon so ein bisschen, dass es so... Kennt ihr das, wenn der Mascara so trocken ist und man streicht so drüber, man hört so richtig so... Sieht zum Glück jetzt voll okay aus. Wenn ich jetzt gerade nicht die Challenge machen würde, hätte ich wahrscheinlich nochmal nachgetunkt. Und jetzt kleben wir die Lashes auf. Und zwar habe ich mir jetzt welche ausgesucht von Melody Lashes. Die habe ich zugeschickt bekommen und ich war so, das sind voll interessante Lashes. Weil ich finde, Lashes sehen oft irgendwie relativ gleich aus. Und die sind sehr eigen, sehr interessant, aber könnte, glaube ich, ganz gut an meinen Augen eventuell ausschauen. Also die sind hier vorne so um einiges kürzer und dann werden sie plötzlich länger. Und ich nehme jetzt meinen Wimperkleber, da darf ich wieder nur einmal dippen sozusagen. Normalerweise sollte man den Wimperkleber so ein bisschen antrocknen lassen, aber das geht jetzt natürlich nicht, weil sonst habe ich nicht genug Zeit für das zweite Paar Wimpern-Ding. Jetzt ist er runterge... Ach, Leute, einfach durchatmen. Oh Gott, ich habe die Wimpern einfach irgendwie schief aufgeklebt. Oh nein, 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 nein. Irgendwie komisch, oder? So als hätte ich meine halbe Wimper verloren. Lass uns jetzt einfach mal so... Ich meine, der Look ist auch schon ein bisschen funky mit den Farben. Das heißt, vielleicht ist das eh nicht so schlimm. Womit machen wir weiter? Mit Highlighter. Und so habe ich mir diesen hier genommen von Catrice, den High Glow Mineral Highlighter Powder. Oh, ja, der ist ultra blinding. Und davon nehme ich jetzt wieder ordentlich was auf meinen Pinsel. Und auf die Nase. Hier unten ein bisschen. Boah, das staubt ja richtig. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel schon wieder verwendet. Und vielleicht ein bisschen was über die Augenbrauen. Ich glaube, ich bin eigentlich schon fertig und ich habe noch voll viel Highlighter hier auf meinem Pinsel. Ich verblende jetzt noch so ein bisschen. Boah, da ist es stark. Also Highlighter war jetzt relativ easy. Da bin ich jetzt froh drüber, nach dem ganzen Stress, dass mal wieder irgendwie was ein bisschen leichteres war. Und jetzt sind wir auch schon bei den Lippen angekommen. Okay, das ging jetzt irgendwie schneller als erwartet, das Ganze. Was mache ich da am besten? Bei Lippenstift, Lip Liner und so weiter, da kann man nicht wirklich dippen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich einfach einen Liquid Lipstick und dann einen Lipgloss nehmen, oder? Irgendwie habe ich gerade Lust auf so ein bisschen eine auffallendere Farbe und ich habe mich jetzt für diese hier entschieden und die ist von Anastasia Beverly Hills. Und zwar heißt die Madison von wieder nur ein Dip. Seht ihr das? Da ist ein richtiger Gupf drauf. Also ich glaube, ich hatte gerade voll Glück. Also es hat, wie ihr sehen könnt, halbwegs funktioniert. Aber bei Liquid Lipstick ist es ja so, besonders bei so dunkleren oder auffälligeren Farben, dass man ihn perfekt auftragen muss. Und ich finde, dafür braucht man relativ viel Produkt so auf dem Applikator. Weil wenn er dann trocken ist, dann wird er so ein bisschen fleckig. Und es war ein bisschen schwierig, so besonders hier dann so die letzten Linien oben zu ziehen. Deswegen sind meine Lippen so ein bisschen asymmetrisch. Einfach weil ich jetzt nicht mehr genug Produkt oben hatte, um das jetzt noch so ein bisschen zu korrigieren. Und ich höre aus auch den Zähnen. Sehr schön. Und es geht nicht runter. Juhu. Ich mache das mit meiner Pyjama-Hose. Aber eigentlich sieht es eh ganz gut aus. Jetzt kommt ja eh auch noch ein Gloss drüber. Ich glaube, das wird sehr einfach. Ich habe mich für diese Farbe entschieden. Die ist von Tarte H2O H2O Gloss. In Pink Sands. Davon kann ich jetzt das hier alles verwenden. Ich glaube, das ist eh so die perfekte Menge eigentlich. Sehr auffällig. Ja, also das war jetzt relativ einfach. Wenn ich könnte, würde ich wahrscheinlich nochmal nachtunken, weil sich meine Lippen noch immer so ein bisschen trocken anfühlen. Aber ich meine, sieht voll okay aus. Und jetzt fehlt nur noch einen Schritt und den finde ich ziemlich witzig und zwar Setting Spray. Und da dachte ich mir, da kann ich einfach nur einen Sprüher verwenden. Ich meine, da sieht man jetzt eh keinen Unterschied. Seid ihr bereit? Ja, ich glaube, ich habe ganz gut getroffen. Ich meine, ich habe nur meine Stirn eigentlich getroffen. Aber wenigstens habe ich nicht ganz verfehlt. Und hier mit dem fertigen Look zu der One Dip Make-up Challenge. Ich hoffe, der Look gefällt euch und es hat Spaß gemacht zuzusehen. Es tut mir auf jeden Fall ein bisschen leid, dass ich so hektisch war. Ich weiß echt nicht warum. Ich habe jetzt schon so viele YouTube-Videos und so viele Challenges gefilmt, aber ich werde jedes Mal aufs Neue einfach so nervös. Hat aber trotzdem wirklich extrem viel Spaß gemacht. Falls ihr noch irgendwelche Challenges kennt, die ich unbedingt machen soll, dann schreibt die auch gerne in die Kommentare oder schreibt mir auf Instagram. Ihr könnt mir auch sehr gerne auf Instagram folgen, wenn ihr wollt. Ich heiße dort Paula W. Wolf. Und falls ihr noch nicht abonniert seid, würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren könntet. Und über den Daumen nach oben freue ich mich auch immer. Ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen restlichen Tag und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder bei einem neuen Video. Tschüss!